Und damit hallo und herzlich willkommen zum gerade Finale dieser LEGO Star Wars Community Woche mit einem Review-Unboxing eines Sets, worauf ich mich schon sehr lange und vor allem intensiv darauf gefreut habe. Und zwar handelt es sich um das Clone Trooper Battle Pack. Ja, eins der beiden originalen Battle Packs, die im Jahre 2007 erschienen sind. Neben diesem hier gab es ja noch das Droid Battle Pack. Das hat für mich aber nicht so einen großen Reiz wie dieses Clone Trooper Battle Pack und ich habe es mir vor kurzem gekauft. Ihr seht hier schon im Licht, die Box ist in einem nahezu makellosen Zustand und leider ist mir die Box runtergefallen, weil die doch sehr hoch auf meinen Regalen steht und ja, reden wir nicht drüber. An der Seite können wir nochmal Lego sehen, dann Star Wars und ganz unten sehen wir, dass das ein Anniversary Set ist und zwar das 30-jährige Jubiläum von Star Wars Episode 4. Die andere schmale Seite der Box ist da nicht so wirklich interessant. Ich finde es aber cool, dass bei diesem Set das Boxart, welches ihr hier vorne sehen könnt, also Kashyyyk im Hintergrund, auch auf den Seiten fortgeführt ist. Und ich habe es gerade schon gespoilert, die unfassbar geile Rückseite, welche nochmal alle vier Versionen von Klontruppern zeigt in diesem Battlepack. Und unten die damaligen Sets. Hier ist das angesprochene Droiden-Battlepack, General Grievous Starfighter, ein AT-ST, ein imperiales Landingcraft und sogar noch ein Y-Wing. Unfassbar cool, sehr auffällig für mich hier ist, dass wir keine Play-Functions auf der Rückseite abgebildet bekommen und der Hintergrund von Lego war es damals tatsächlich gewesen, dass ihr mit diesem Battlepack eine Armee mit verschiedenen Legionen aufbauen könnt. So und nicht anders sollten Battlepacks sein und auch wenn die Figuren mittlerweile outdated sind, haben sie doch einen ganz besonderen Charme. Mittlerweile müsst ihr übrigens leider für dieses Set hier in einem nahezu makellosen Zustand zwischen 150 und 200 Euro zahlen. Es ist also definitiv ein Set, welches nicht für den regulären Armeebau aktuell geeignet ist. Und nun ein Moment, auf den ich mich schon lange gefreut habe, das Unboxing. Cuttermesser ist vorhanden und wir schneiden natürlich unter dem Eindrücksiegel. Ich merke gerade, das ist auf der anderen Seite. Dort sehen wir es nochmal, das Eindrücksiegel, die Lasche entlang. Interessant zu wissen für euch ist übrigens, dass diese Box sehr, sehr dünn ist. Ein Wunder, dass dieses Set hier speziell die ganzen Jahre so überlebt hat. Und keine Frage, es tut weh, diesen Kleber durchzutrennen. Aber meine Neugier ist groß und für die Community tue ich das doch gerne. So, und da ist der ganze Lachs schon offen. Schütten wir das Ganze aus. Da haben wir, eine Anleitung und zwei nicht nummerierte Tüten. Und mehr ist da wirklich nicht drin. Hier haben wir die zusammengefaltete Anleitung, vorne noch mit dem Boxart. Wunderschön, ich wünschte, das würde heute auch noch so sein. Die Anleitung selber fühlt sich alt an. Man merkt auf jeden Fall, dass das Papier schon einiges miterlebt hat in dieser Box. Auf der Rückseite sehen wir nochmal, oh geil, die damaligen Sets alle noch in ihren Originalverpackungen abgebildet. Wunderschön, ich sehe das auch gerade das erste Mal. Meine Sammleraugen tränen. Dann haben wir hier drinnen anscheinend statt der Teilauflistung Werbung für den Lego Club. Ich glaube, ich war da auch mal Mitglied gewesen. Und Werbung für den Lego Shop. At home. Visit the world's biggest Lego Shop auf www.legoshop.com. Und boah, wie geil ist das denn? Der damalige Sternzerstörer. Der beste Sternzerstörer meiner Meinung nach. Mit der ganz alten Tarkin-Figur. Ist das geil. Und hier drüben ist noch die Jabba's Segelbarke, wo sogar noch ein Desert Skiff dabei war. Ist das geil. Ich hätte dieses Set so unfassbar gerne. Und es ist sogar noch die Segelbarke mit dem alten Boba Fett. Ist das geil. Und was sehe ich denn hier? Noch mehr alte Sets auf zwei Seiten verteilt. Hinten hatten wir die als Box. Und hier haben wir es auch nochmal im Weltraum und an Land abgebildet. Und hier oben steht es nochmal explizit bei diesem Clone Trooper, Build Your Army. Und erwarten uns noch mehr Highlights. Oh ja, geil. Geil ist das Wort des Tages, vielleicht schreibe ich es in den Titel. Ein richtig, richtig cooles Anleitungsdesign vom Inneren. Nochmal das Battlepack hier mit einem Haufen weiterer Clone Truppler gegen das Druiden-Battlepack mit einem Haufen weiterer Druiden. Und im Hintergrund Kashyyyk, das ist so eine coole Kulisse. Allein wegen der Anleitung ist dieses Unboxing erst bisher komplett wert gewesen. Und dann, oh mein Gott, doch noch eine Teilauflistung. Und wenn es dann fertig aufgebaut ist, sollte es so aussehen. Das Ganze schaffen wir in interessanter Weise 11 Bauschritten, auch wie putzig. Starten tun wir in dieser Anleitung übrigens mit allen Klontrupplern direkt. Wunderbar, geile Anleitung, genau so etwas wünsche ich mir heute. Anleitung ist durch und dann wollen wir natürlich auch mal alles aufbauen. Und da bin ich auch schon fertig mit Bauen. Eigentlich sollte jetzt an der Stelle ein Speedbuild kommen. Ich habe aber leider beim Durchsehen meiner Rohaufnahmen das Speedbuild gelöscht und ich kann das nicht wiederholen, weil ich habe die Tüten ja aufgerissen. Deswegen geht es jetzt weiter mit den Minifiguren. Ja, zuallererst hätten wir hier unsere sehr, sehr nostalgischen Phase 2 Blanko-Klontruppen. Diese Klone waren tatsächlich die ersten Phase 2 Truppler, welche mir auf Videospielebene begegnet sind. Und zwar im kein geringeren Spiel als Lego Star Wars, die komplette Saga. Für die damalige Zeit finde ich den Torsodruck extrem gut gelungen. Unter dem Helm, welcher nebenbei bemerkt einen Ausschnitt hat, befindet sich ein schwarzer Kopf. Dadurch wird dieser schöne Effekt erzeugt, dass es bei diesen Klontrupplern einen schwarzen Visor gibt. Vom allgemeinen Design der Helme her erinnern mich die eher an Sturmtruppen und nicht an Klontruppen. Ich finde es wirklich höchst beeindruckend, wie weit wir doch bei Lego Klontruppen gekommen sind.
gekommen sind. Hier nochmal die Rückseite der Klontruppen, nichts wirklich Besonderes. Wesentlich spezieller ist da schon hier unsere Schocktruppe. Dieser Schocktruppler ist exklusiv in diesem Battlepack enthalten. Ich weiß, ihn gab es damals nochmal, allerdings hatte er einen anderen Helmdruck hier oben. Dieser Schocktruppler hat diese Striche wesentlich ausgeprägter. Für damalige Verhältnisse richtig cool war hier, dass es auch rote Akzente auf dem Rücken gibt. Interessant anzumerken finde ich, dass der Schocktruppler in der Mitte eine wesentlich schärfere Rückenbedruckung bekommen hat als die zwei Blanko-Klontruppen. Die sehen so ein bisschen ausgewaschen aus. Warum das so ist, keine Ahnung. Lego wird sich schon da was frei gedacht haben. Und auch er selbstverständlich hat unter seinem Helm einen schwarzen Kopf. Und wenn wir den mal mit den Schocktruppen von heute vergleichen, das sind echt Meilen, die dazwischen liegen. Und gerade für Schocktruppen wurde es auch echt mal Zeit wieder für ein Remake. Der rechte Schocktruppler bekommt auf jeden Fall für mich den Win der Woche in Sachen Nostalgie. Der Klon, welcher definitiv mal ein Remake verdient hätte, wäre hier der aus der 327. Dieser Klontruppler ist für mich persönlich ein absolutes Highlight und definitiv einer meiner Lieblingsklontruppen, auf jeden Fall in der Top 5. Diese bisher einzige Ausführung der 327. in Phase 2 gab es damals nur in diesem Battlepack und in dem Klon Turbo Tank und noch in einem Uhrenset, aber das lassen wir mal kurz außen vor. Ich finde diesen markanten grünen Streifen hier auf dem Helm und auf dem Torso richtig, richtig cool gemacht und auch die Andeutung von so einem schwarzen Schulterpolster hier oben ist draufgedruckt worden. Diese Bedruckung zieht sich übrigens auch auf den Rücken. Warum wir von dieser Klontruppe noch kein Remake bekommen haben, fragt mich nicht, aber ich will eine. Na Gott sei Dank kommen diese Klontruppen in diesem Set nicht alleine. Sie haben auch noch zusätzlich zur Ausrüstung eine kleine Klonkommandostation. Diese ist mit sehr, sehr wenigen Teilen zusammengesteckt worden. Sehr, sehr basic, aber sie tut ihren Job. Und vielleicht kommt die euch ein bisschen bekannt vor. Das liegt daran, weil wir ja in diesem Jahr ein Remake davon bekommen haben. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass die alte Station wesentlich besser ist, meiner Meinung nach. Wir können nämlich hier explizit an diesem Punkt das Gewehr des Klontrupplers raufstecken. Und das ist persönlich ganz wichtig für mich, den Klontruppler auch hier raufstellen, sodass er nirgendwo umfallen kann und mit der Station verbunden ist. Das ist eins dieser Battlepack-Builds, die Lego gerne mal öfter machen kann. Natürlich ist die Station nicht das Einzige. Wir bekommen in diesem Set auch noch einen richtig coolen Speeder. Dieser ist auf den ersten Blick sehr, sehr blockig gebaut. Vor allem wird bei diesem Speeder von diesen Motorblockteilen hier einfach mal 3 Stück verwendet. Und auch von diesem Modell haben wir Anfang 2024 ein Remake bekommen. Das soll jetzt kein Vergleich sein, aber das neue Modell ist wesentlich kleiner und natürlich auch akkurater gebaut. Aber der alte, der hat einfach was. Schaut euch mal allein hier die Griffe an für den Fahrer. Da liegen echt Welten dazwischen. Ich finde das so geil. So sieht der Speeder übrigens von der Seite aus und so von unten. Die Landekurven nur mit 2 einzelnen Teilen nachgestellt. Und auch die Stud-Shooter waren damals noch keine Stud-Shooter, sondern nur angedeutete Laserkanonen. Ist das cool. Ich bin nicht mit den 2007er Sets aufgewachsen, aber ich finde die geil. So, zur Demonstration nehmen wir hier mal unseren 327. Sternkorbtruppler. Die Beine gehen übrigens sehr, sehr schwer. Daran merkt man das hohe Alter der Figur und dann nehmen wir noch zusätzlich diese Schocktruppe. Boah, auch hier gehen die Beine extrem schwer. So, den setzen wir hier rauf. Und cool ist auch, dass bei diesem Speeder der Schocktruppler seinen Blaster als hinteres Geschütz montieren kann. Ganz wie bei dem, aber um dem geht's nicht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dämlich an, aber ich mag das Handling vom Speeder. Der ist sehr, sehr herumwirbelfreundlich gebaut. Gut, Leute, und an der Stelle war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst es mich mit einer positiven Bewertung gerne wissen. Was sagt ihr zu diesem sehr, sehr nostalgischen Set? Und vor allem, wie würdet ihr es in der heutigen Zeit bewerten? Ich persönlich würde es auf jeden Fall mit einer sehr guten Punktzahl von 8 von 10 ausstatten. Keine Stud-Shooter, keine Sticker, großartige Klontruppen, geile Anleitung, schöne Motive. Das ist wirklich Back to the Basic bei Lego Star Wars. Und mit diesen schönen Worten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr da schaut. Und wir hören uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.